Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch mein Spiel. Wie ihr schon seht, ich bin Stufe 100, also ja, Stufe 100 im Battle Pass. Und zwar, ich habe mir heute ein paar V-Bucks aufgeladen. Ihr wisst, ich war heute Mittag noch im Stream hier. Ich habe mir 21 Level gekauft, 21 mal 150 sind, keine Ahnung, 60 Euro oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mir einiges. Ich habe den Rest in RDW ausgegeben. Und zwar heute im Video werde ich euch mal meinen Spin zeigen. Alle meine Tänze, alle meine Skins, all mein Rücken, das was, all meine Spitzhacken, alles. So, und ich würde sagen, wir fangen mit den Bannern an. Und zwar, wir haben hier einmal, speziell hier ein, ich weiß nicht, ob den jeder hat. Haben wir hier, fangen wir mal an, den Bus, eine Bowlingkugel, keine Ahnung, ein Törtchen, ein Bär. Also einiges sieht komisch aus. Das hier kenne ich noch zu gut aus Season 2, hat man ab Stufe 20 bekommen. Den Panzer kenne ich auch noch sehr gut, hat man auch im Battle Pass Season 2 bekommen. Also ihr seht schon, ah, warte mal, ich habe den Wolf jetzt auch schon als Profilbild. Weil ich habe hier heute den Wolf freigeschalten. Ich zeige euch einfach mal so. Ah, stimmt, ich habe den Skulltrooper, warte mal, den wähle ich jetzt direkt aus, mach grau, so. Den schwarzen Ritter haben wir jetzt auch noch als Profilbild. Das Lama und sowas haben wir auch alles noch. So, dann würde ich sagen, zeige ich euch meine Musik, also OG Remix, Gruselthema, Blitzblank. Dann habe ich hier Woche 5, Woche 3, habe ich dieses buntes Einhorn, keine Ahnung, warum das mein Favoriten drin ist. Habe ich Woche 1, dann habe ich Elite-Agentin, heulende Wölfe, Lama gesichtet, ist auch ein geiles Bild, weil das wähle ich jetzt auch mal aus. Hatte ich schon lange nicht mehr ausgewählt. Carbide, Calamity, buntes Einhorn habe ich ja gerade schon gezeigt, Ben Royal, Areosol Assassinen, abstrakt, Verabredung zum Essen im Abendrot, das Woche 4, also wie ihr schon seht, ich habe jede Woche durch, habe ich hier auch noch, ist auch übelst geil, habe ich von der Besucher, die Gefahr Lauer, DJ Yonder, Griff, Düsternis, Emoji Cons, endlich bin ich frei, vom Omega noch. Also Season, vor zwei Seasons eigentlich sogar. Schon krass, Leute. Wir haben hier zum Beispiel das hier noch. Das, das, das. Hier irgendwo, warte, ich kann es euch gleich bei einem Bild zeigen. Sieht man noch den alten Battle Pass Stern. Und zwar, natürlich sieht man auch von den alten Wochen noch den Battle Pass Stern. Das finde ich krank. Und zwar... hier war auch irgendwo mein Battle Pass Stern, warte. Ich suche es kurz. Vorratslama, lecker. Habe ich das Profilbild denn? Boah, da gab es doch das Fußballstadion. Stimmt, Leute. So, warte, das war hier irgendwo mit dem Besucher. Da hier, genau. Seht ihr da über dieser Kapsel da drüber? Hinter ihm im Hintergrund sieht man so einen leicht gelben Blick. Mama, ich hatte doch heute Mittag noch sowas ausgewählt. Wo ist das denn? Da war auch noch der Mittelstern angezeigt. Und zwar, wo ist es? Egal, auf jeden Fall. Ich habe euch jetzt hier die untersten drei gezeigt. Dann zeige ich euch jetzt erstmal meine Tänze. Mein erster Tanz ist auferweckt. Auf jeden Fall aufgeweckt. Mein zweiter ist Bail Air. Breakdown, Roboter, Elektroschaffe. Also wie ihr schon seht, ordentlich viele Tänze. Ich habe bis jetzt auch schon jede Season durchgezockt, deswegen. Okay, ist die erste Season, die ich mir so gesehen durchgekauft habe, habe ich hier meine Control-Effekte. Das ist apropos vom kostenlosen PlayStation Plus Paket. Kommt man das hier. Dann hat man hier noch Kürbisflammen, ist auch eigentlich voll geil, wähle ich jetzt auch mal wieder aus. Hätte ich schon lange nicht mehr ausgewählt. Also ihr seht schon einiges, auch hier noch aus den alten Seasons. Das hier ist auch noch geil.
Dann haben wir hier meine Hängegletter am Limit. Ist das wie dieser Besucher und sowas? Bloß aus Season 3. Haben wir Hüftenschwinger. Ich gehe jetzt einfach hier kurz noch im Speedtakt durch, weil ich muss gleich essen gehen, deswegen. Also ihr seht hier auf jeden Fall, hier zum Beispiel auch wieder PlayStation Plus Paket, Hängegleiter. Und dann kommen wir jetzt endlich zu meinen Skins, Leute. So, der erste ist auf jeden Fall mal der Sensenmann. Der zweite ist der Omega. Omega habe ich leider nicht mehr voll geschafft, wie ihr schon seht. Ich habe Omega leider nicht mehr geschafft. Und das finde ich echt traurig. Ragnarök bin ich gerade noch beim letzten Level, fehlen mir nur noch 140.000 Punkte. Rote Ritterin, schwarze Ritter. Den Wolf, den wir heute freigeschalten haben. Den royalen Bomber, der ist auch übelst geil. Habe ich mir auch bei einem Unboxing. Falls ihr das Unboxing-Video nicht gesehen habt, müsst ihr ein bisschen weiter runtergehen. Ist so eine Woche oder zwei Wochen her, wo ich das royalen Bomber-Paket gekauft habe. So, auf jeden Fall. Schädeltrooper, Brainiac. Dann hier, also ich gehe sie einfach mal kurz alle schnell durch. Der nervt gerade auch schon meine Mutter langsam. DJ Yonda und sowas. Ja, und das waren eigentlich so gesehen alle Skins. Spitzhacken habe ich leider noch nicht gezeigt. Habe ich gerade vorher vergessen, Leute. Also, ich habe hier Abrechnung: ACDC, Anzum, Permafrost, Rissklinge, Schädelsichel, leitendes Licht und Schnitter. Das sind eigentlich so die besonderen. Die Rest, die sind alle eigentlich nichts wert. Außer hier Razor-Schnitting. Ist ein bisschen scheiße gewesen, dass ich sie mir gekauft habe. Reaktiv, Leute, falls ihr wisst, was reaktiv ist, schreibt es unten in die Kommentare, weil ich weiß nicht, was das heißen soll. Haben wir hier noch die, haben wir hier noch die Standard-Spitzhacke. Also Leute, ihr merkt schon einiges an Spitzhacken. Auf jeden Fall hoffe ich euch, hat euch dieses Video gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, Leute.